Friends, welcome back zu einem neuen Video und heute mal was ganz Spezielles, und zwar die Top-Trainer-Box von Zenit der Könige. Ja, und die habe ich mir jetzt mal gezogen. Die war auch gut teuer, weil hier in dem Funtainment-Geschäft, was aber ganz geil ist, deswegen Support is kein Mord, 70 € hingeblecht. Und ich dachte mir, man kann ja nicht immer nur Booster aufreißen, wenn man Pokémon an sich feiert so. Ich will auch mal den ganzen anderen Chat, ich will auch mal lernen, wie es geht mittlerweile, so das Game an sich. Und wir haben hier 10 Booster drin, was schon mal ziemlich geil ist. Ja, dann diese Box an sich. Wir machen es einfach auf. Ihr seht ja, also die sieht schon ziemlich cool aus, muss man sagen. Und die werden wir jetzt hier mal aufrufen. Schauen mal, was uns hier erwartet. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch noch nie eine Top-Trainer-Box aufgemacht. Das ist meine erste. Dementsprechend bin ich relativ gespannt. So, also hier haben wir einfach nur die Pappe, die stelle ich mal da, dann geht das nicht. So, Infos hier. Oh, das ist aber sehr hochwertig sogar. Sogar in Farbe, Mensch. Haben wir denn hier? Kommen wir in der Top-Trainer-Box. Kombination, okay, wird erzählt, was drin ist. Kyogre, sehr geil. Ach, hier werden so ein paar Karten aus dem Set gezeigt, oder wie? Kann ich das verstehen? Willkommen bei der Top-Trainer-Box. Pokémon Sammelkartenspiel, Pokémon V-Star, Schweine-Pokémon. Kartenliste zur Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung auf der 18. Haben Sie da auch Bilder? Oh, krass. Also, das ist ja ziemlich cool, muss man sagen. Das ist ja wirklich ziemlich cool. Die haben wirklich die Kartenliste drin. Das hätten wir natürlich sehr, sehr gerne. Jetzt können wir mal gucken, was wir gern ziehen würden. Also, wir merken uns mal eine strahlende Glurak. Entei hätte ich auch gerne. Kyogre auch. Wailord auf jeden Fall auch. Die normale Kyogre-Karte auch sehr gerne. Sämtliche Seraora, am liebsten natürlich die V-Max. Die sieht schon sehr, sehr geil aus. Seraora auch mit einer meiner Favorites. Lugia hätte ich auch gerne. Die Wurfitzkarte haben wir schon. Die finde ich auch mit am coolsten eigentlich. Ich glaube, wenn ich noch eine ziehe, schicke ich die sogar zum Rating. Es kommt übrigens bald ein Video, wo ich meine ganzen Pokémon-Karten mal zeige und auch die, die ich mal eingeschickt habe. Wollte ich mal ein Video machen. Ich habe übrigens auch eine mit einem Autogramm. Seid gespannt drauf. So, die Rayquaza haben wir schon. Die V-Max hätte ich an sich schon ganz gerne. Die hier. Aber ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn nicht. Die hätte ich gerne und die. Beziehungsweise Samazenta, da haben wir ja, glaube ich, sogar schon. So, und jetzt kommen hier die geilen Karten. Also hier hätte ich eigentlich alle gerne von. Die sehen schon sehr cool aus. Ja, Freunde aus Hisui, Freunde aus Sinnoh haben wir tatsächlich schon. Aber irgendeine hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Die Ditto-Karte, die finde ich ultra geil. Also die auf jeden Fall auch. Die finde ich auch nice. Hier, Suicune. Hundertprozentig. Die Entei-Karte ist auch übertrieben geil. Golchita finde ich auch. Also das Set hat allgemein übertrieben geile Karten, muss man sagen. Ist wirklich ein Fact. Genau. Ich glaube, die hier finde ich ist aus dem ganzen Set die niceste. Kann man nicht anders sagen. Ich mag so dieses antike, epische Design sehr, sehr doll. Ja, ist cool. Also hier auf jeden Fall so ein Heft. Machen wir mal an die Seite. Mache ich mal hier auf die Seite mal dran. Und dann haben wir hier die Top-Trainer-Box. So, hier oben, das ist hier so Hardpappe, kann man sagen. Ich mal da andere Hand. So, und jetzt haben wir hier. Ach du Scheiße, wie haben sie das denn gemacht? Okay. Wir holen hier erstmal ein bisschen was raus, würde ich sagen. Hoppala. So, das ist cool gemacht. So, das ist hier also die Pappe. Die lege ich nur ganz beiseite. Ja, hier habt ihr schon mal einen Code. Der ist auch für Müll. Dann haben wir hier die coolen Lucario-Folien. Muss ich auch schon, was die dabei sind. Die finde ich auch sehr geil. Und dann haben wir hier unsere Energiekarten, I guess. Achso, und so eine Abtrenner. Das ist auch cool. Für die Box hier an sich.
dann kann man die Box halt mit dem Ding hier quasi zumachen. Und dann hast du quasi eine Lucario-Kartenbox. Die ist ziemlich nice, muss ich sagen. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hier kriegt man was für sein Geld. Das ist eine coole Geschichte. Ja, ihr habt ja halt Energiekarten, ne? So muss halt jeder für sich wissen, ob er die jetzt braucht. Ja, dann habt ihr hier natürlich die Lucario Vista-Karte. Die ist natürlich sehr, sehr cool. Die legen wir mal beiseite. Die kommt auf jeden Fall in meinen guten Ordner. Was das heißt, werde ich euch später noch erklären. Ja, dann habt ihr hier noch Würfel, die Spielmarken und so ein Vista-Ding. Da habe ich noch zu wenig Ahnung, muss ich sagen. Ich kann hier auch erstmal noch rein. So, und dann würde ich sagen, machen wir die erstmal zu und legen die hier oben an den Rand. So. Ja, also die brauche ich eigentlich noch nicht aufmachen. Die mache ich eh in eine Folie dann und dann in meinen Ordner. Die ist schon ziemlich geil. So, und dann haben wir jetzt hier das Herzstück des Openings. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Booster Packs. So, kann ich die hier so hinlegen? Das würde natürlich ganz cool kommen. Kann ich. Passt sogar hin. Stark. Stark, stark, stark. So, ihr habt also. Und dann würde ich sagen, ziehen wir sie mal weg. Rein und Abfahrt. Bin gespannt, was wir so rauskriegen. Also ihr habt ja gerade gesehen in der Kartenliste, ganz cool, dass die dabei war. Können wir uns mal angucken. Upsala, haben wir schon mal gespoilert. Libiskus. So, achso, natürlich gibt es natürlich hier auch wieder Codes für euch, keine Frage. Aber die Zenit der Könige Karten sind auf jeden Fall in einem besseren Zustand. So, Energieumschalter. Also mittlerweile muss man ja sagen, das Set hat ja nicht allzu viele Karten und die meisten haben wir schon. Aber Plaudergeil haben wir, glaube ich, noch nicht. Zeprozer weiß ich gerade gar nicht. Magnus Spector und Relaxo. Das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas Special-artiges dabei war, aber wir werden mal das so machen, dass wir die, also die, ja, ich sag mal, die Kamenkarten hier hinlegen, Reverse Holo Holo und so weiter. So, und dann schauen wir mal. Also am allerliebsten aus dem gesamten Set hätte ich schon gerne die Summer Center Karte, bin ich ganz ehrlich. Aber die ist wahrscheinlich genauso einfach zu ziehen wie das Lugia in silberne Sturmwinde. Oder das Nachtara in Drachenwandel. Ist ja auch, upsala, der Hyperball, den haben wir natürlich auch schon vorhin aus Hisuya ja schon 20 Mal, der nirgendwo sauber, den haben wir leider auch schon. Schnepke, Gladiantri, Zamgela zum 25 Millionen Mal. Oh, nice. Da haben wir schon den ersten Hit. Und zwar Diam. Die Karte sieht sogar ziemlich cool aus. Ich finde die meisten. Oh, was haben wir hier? Oh, ein Alter, krass. Duraludon V-Max. Krass, die Karte sieht richtig gut aus sogar. Sehr, sehr cool. Die meisten Charakterkarten finde ich ziemlich schmutz, aber die hier gefällt mir wirklich sehr gut. Die kommen jetzt mal hierher. Ja, das war einfach mal der übelste Doppelhit. Das ist ja schon ziemlich sick. Ja, also ich weiß jetzt gerade nicht, was die für einen Wert haben. So wie es ja auch bei Folipurba nicht wusste. Und die hat sich ja dann rausgeguckt als Big Big Hit. Die hatte ich im letzten Opening? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall in irgendeinem Opening hatte ich die gezogen und die ist einfach zu dem Zeitpunkt 35 Euro wert gewesen. So, am Vierer kann ich gerade gar nicht sagen. Die Vorentwicklung haben wir auf jeden Fall schon. So, Klob, ein Trank. Ja. Oh, Pantimos, Galar Pantimos, den haben wir auf jeden Fall noch nicht. Das Artwork kenne ich noch nicht. Sonnenkern habe ich glaube ich sogar auch noch nicht. Smogon, Mirapla, sehr. Alter! Die sieht ja geil aus. Illewoltek. Und als Hit Capufalla haben wir auch noch nie. Was ist denn hier los, Mensch? Sind in den Top-Trainer-Boxen mit Absicht bessere Booster drin? Würde mich mal interessieren. Also mir gefällt die Box allgemein schon sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Aber alleine die Hits, die wir jetzt schon haben, also das Artwork hier gefällt mir übertrieben gut. 2, 3, 4. Zack, zack, zack. Weiter geht's. Girafarik. Ja, die Standardkarten, die man alle schon kennt. Auch ein Alget haben wir schon gezogen. Iguana, ja. Ein Rolli. Was haben wir hier? Tausch und Cupidos. Cupidos haben wir aber schon. Nichts Besonderes in diesem Set. Aber halb so wild. Also wir haben hier schon ganz gut zur Halbzeit. Ups. Da sogar schon offen. Ja, also die Booster hier, ich weiß nicht, was sie hier heute gemacht haben. Die sind ja wirklich ähnlich wie bei Silberne Sturmwände. Man kann einfach aufruppen, die Scheiße. 2, 3, 4. Oh nein, eine Vista-Karte. Na gut. Kannst du mal hier an die Seite legen. Britzige könnte neu sein. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Tausch, ja, Schnecke. So, Paras. Sehr geil. Und Elezar haben wir auch noch nicht. Was ich ja ganz cool finde bei diesen Karten, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt im Heft gesehen hat, können wir nochmal nachschauen. Aber die ergeben ein Muster zusammen. Das finde ich eigentlich ganz witzig gemacht. So, wo haben wir sie? Die müssen auch hier hinten sein. Nee, haben sie nicht so gemacht, glaube ich. Die sind hier, glaube ich, so zwischendrin, oder? Auf jeden Fall gibt es von diesen Karten auch ein Schelast und ein Magnetilo. Und wenn man die alle zusammen... Ja, auch hier Riolu. Ja, hier sind sie. Also Riolu, Wablu, Zwirlicht. Und dann müsste es auf der anderen Seite genau noch weitergehen. Das ist ja alles ein Feld quasi. Wenn man die zusammenlegt, dann hat man so ein großes, ja, Muster, kann man sagen. Das ist ganz cool. Mit diesen ganzen Erstentwicklungen. Ganz geil gemacht, finde ich. Die Diamantkarte gefällt mir richtig gut. Habe ich nicht erwartet. Ich habe die auch gerade gar nicht gesehen, als wir das Heft durchgeblättert haben. 2, 3, 4. Das fühlt sich so dick an hier. Das fühlt sich so dick an. Was haben wir hier? Haben wir vielleicht einen Hit? Sonnenfellrock, einmal Luxio Gladiantri. Ein Weimar. Oh, vielleicht auch mal ein Weilord. Ja, ganz schön auf jeden Fall. Betis. Oh, eine Glurak-Karte. Glurak wie? Ist, glaube ich, das in Anführungszeichen schlechteste Glurak, aber immerhin ein Glurak. Ne? Ganz cool. Hab, glaube ich. Wann habe ich das mal Glurak gezogen? Das ist schon ewig her, ey. Also, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Glurak gezogen, aber ich glaube, das war irgendein Set aus 2016. Bin jetzt unsicher, aber müsste gewesen sein. Ich frage mich wirklich, wie die diese Top-Trainer-Boxen machen. Ob die sagen, ob die jetzt wissen, in welchem Booster was drin ist. Und ob die das dann so reinmachen, dass hier mehr Hits drin sind als in normalen Booster-Packs in so Displays. Wuffels, ja. Wuffels, sehr cooles Artwork. Überlege ich, wie gesagt, ob ich es mal einchecke. Finde ich übertrieben geil. Stolunio ist auch ziemlich nice. Staralili auch cool. Magnetzone ist ein übertrieben geiles Artwork. Habe ich aber leider schon. Leider, leider, leider. Aber schadet nichts. Tauros haben wir auf jeden Fall noch nicht. Das ist neu. Achso, Mensch. Habe ich vergessen. Das ist ja eine Reverse-Holo. Die kommt natürlich da oben mit hin. So, ist aber erstaunlich, wie viele Hits hier drin sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir haben noch 3. Also nahezu eine 1:1-Quote. Lohnen sich dadurch die Top-Trainer-Boxen mehr? Dass hier wirklich so viele Hits drin sind? Müsste man sich mal in so einer Quersumme ausrechnen. Müsste man echt viele Top-Trainer-Boxen kaufen. Aber wäre mal interessant. So, Trainingsschuhe, Steuerrack haben wir schon. Die fühlt sich auch komisch an. Ist irgendwas drauf? Hm. Die Biskus. Na, bei den coolen Arts hat der Mensch am Fließband wahrscheinlich nicht einfach gehabt. Cesuri haben wir schon. Und Pandrago habe ich aber, glaube ich, noch nicht. So, zwei haben wir noch.
Also sehr, sehr zufrieden mit der Ausbeute. Kann man nicht anders sagen. Sind sehr, sehr coole Hits dabei. Ich gucke da natürlich im Nachhinein, was die so an Wert haben. Letzten Endes ist mir das Wurst so. Ich ordne die auch so nach meinem Schema ein, wie ich die cool finde. Am Vierer, sehr geil. Genau. Wieder Tangela, also wie oft soll dieses Vieh noch kommen? Calamauti. Nice, Noholo. Oh, Dangolos, weiß ich gar nicht, ob ich die schon habe. Aber auf jeden Fall eine Full Holo Energiekarte, die finde ich auch immer ziemlich cool. Würde ich sogar als Slide wie als Hit bezeichnen. Und jetzt wieder Last Pack. Schauen wir mal, was wir hier haben. Fühlt sich auf jeden Fall dick an. 1, 2, 3, 4. So viel kann ich schon mal verraten. So. Cesurion Non-Holo Georock. Liebeskuss Plaudergei. Yanma. Gladiantri. Lol. Nevermind. Krass. Wir haben es wirklich gezogen. Einfach Shiny Luwak. What the fuck? What the fuck? Okay, also das hat mich jetzt wirklich beeindruckt. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich würde sogar sagen 8 Hits. Die ist wirklich ziemlich geil. Leute, ich weiß nicht, bildet euch selbst eine Meinung. Achso, ich kann die ja hier trotzdem jetzt mal auspacken. Letzten Endes ist es ja sogar auch ein Hit. Boah, Alter, so eine Einzelkarte haben wir hier. So. Letzten Endes ist es ja auch ein Hit irgendwo. Oh, ich liebe das, diese Vista-Karten. Ja, hätte es sich für euch gelohnt? Schreibt in die Kommentare gerne. Ich finde, es hat sich gelohnt. Also die Hits sind schon sehr stark, finde ich. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein!